Hey, 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 willkommen zurück zu Nephrions Let's Play. Wir haben uns wieder versammelt hier im Haus von Ich Valigar, warte. einen entflohenen Mörder laut den verhüllten Magiern von Adkatla. Und wie wir sehen, es brennt ein Ofenfeuer und Ich hoffe, das bringt was. wir wurden auch beim Eindringen in dieses Ich Gebäude kümmere mich drum. gehindert, mussten uns Ja? also durchkämpfen, Ist schon um geschehen. zu entdecken, wer jetzt Ja, hier drin ich bin ist. noch immer da. Ja, und es ist Valigar, wer hätte das gedacht? Wie man sieht, beziehungsweise jetzt vorgreifend, das ist ein potenzieller Gefährte für eine gutgesinnte Gruppe. Noch mehr Verhüllte oder deren Diener, kein Zweifel. Also er merkt schon, wer wir sind. Und er droht mir auch gleich, dass ich ihn nicht in die verdammte Sphäre mitnehmen werde. Ihr habt recht, wir wurden angeheuert, um euch tot oder lebendig zu den Zauberern zu bringen. Die anderen Antwortmöglichkeiten gefallen mir eigentlich nicht so. Tja, dann seid ihr wirklich Narren. Er hat sich nur gegen die Zauberer verteidigt, die von dem Wunsch beseelt waren, magische Schätze, seines gefürchteten Vorfahrens an sich zu bringen. Und alles andere, was wir erzählt bekommen haben, ist eine Erfindung. Tja, das haben allerdings jetzt die Magier uns nicht erzählt und sie haben ja gesagt, er hat zwei von ihnen getötet. Hat er auch. Das war kein Mord. Haben zuerst angegriffen, also war es Selbstverteidigung. In der Geschichte ist was dran. Allerdings haben sie mich angeworben, mich bezahlt. Ich krieg vielleicht Informationen über meine Halbschwester. Und deswegen ist mir das alles egal. Hauptsache er kommt mit. Ja, aber er scheint sich jetzt nicht ohne Kampf ergeben zu wollen. Und macht uns trotzdem noch einen Vorschlag zur Vernunft. Na, dann rede halt. Aha, also will mit mir in die Stadt zurückkehren und die Sphäre betreten. Und auf diese Weise will er erfahren, ob Lavok lebt. Und wenn das der Fall wäre, könnte man ihn für immer töten. Und Lavok ist wohl der Vorfahre, von dem er gesprochen hat. Er spricht von Schätzen in der Sphäre. Das wäre natürlich ein Anreiz. Schätze, die uns die verhüllten Magier vorenthalten hätten. Ich könnte jetzt einfach ihn trotzdem ausliefern. Ich könnte seinen Körper einfach selbst nehmen, um die Sphäre zu betreten. Aber ein Typ, der 500 Jahre leben soll, wie kann er noch am Leben sein? Also die Sphäre ist wohl ein Objekt, was durch die Zeit reisen kann, beziehungsweise durch die Ebenen reisen kann. Was Unsterblichkeit angeht, naja, da scheint es vermittelte Methoden zu geben. So, und er ist der Letzte der Cortalas. Das mag uns nur wenig bedeuten, aber für Lavok bedeutet das vielleicht viel. Er war bereits 400 Jahre, ja, doch, war bereits 400 Jahre alt, als er in der Sphäre die Stadt verließ. Nicht schlecht. Und er hat sein Leben verlängert, indem er die Körper seiner Blutsverwandten stahl. Tja, was hält mich davon ab, seinen Körper zu nutzen?
Tja, er weiß selbst nicht so genau, ob seine Leiche ausreichend ist dafür oder ob das was anderes noch sein muss, um da reinzukommen. Na gut, ich würde sagen, er kann sich uns anschließen. Allerdings würde ich gerne noch die Quest hier zu Ende machen, ohne ihn. Ich könnte ihn auch einfach töten, aber es bringt mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Stehen ab. Ich werde tun lassen, was ihr wollt. Euch tun lassen, was ihr wollt. Wünsche euch viel Glück. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Na gut, schließt euch uns an. Dann lasse ich ihn wieder zurück. Probieren wir es mal aus, was er macht. Hervorragend. Gut, er freut sich. Er kann sich an Lavok rächen oder ihn zu töten, jedenfalls. Ja, ich muss doch Irenikus töten und so. Und er wird uns auch dabei helfen. Er sollte sich beeilen. Jetzt drücke ich hier wieder auf Entfernen. War es das? Ich muss wissen, ob wir gemeinsam weitermachen. Ja, wir sollten voneinander Wie ihr getrennte Wege wünscht. gehen. Ich werde nach Atkatla zurückkehren, in meine Heimat. Wenn ihr es euch eines Tages anders überlegt, würde ich gerne wieder mit euch reisen. Ich glaube, es gibt in dieser Welt noch vieles für mich zu sehen. Was sagt jetzt, also in der Sprachausgabe, dass es nach Katla geht und hier steht, dass es an den Bergen geht, also wo wir gerade sind. Genau, warte einfach hier. Das ist dann einfacher. Dann kann ich ihn später abholen. Ist nämlich eine interessante Questreihe, deswegen lasse ich ihn mal am Leben. Fürs Ich bin Erste. dabei. Ist aber eigentlich von der Gesinnung her nicht unbedingt einer, den wir als Gruppengefährten haben sollten. Tja, der wird sich freuen, dass seine Freunde tot sind. Tja, ist ja egal. Muss er mit leben, wenn die uns angreifen. So, und dann verlassen wir jetzt mal diese tolle Landschaft hier in Richtung. Jetzt brauche ich irgendwo einen Ausgang. Wo kann ich denn die Karte fallen lassen? Gute Frage, wo komme ich jetzt hier weg? Da. So, und begeben uns jetzt in diese Tempelruinen, von denen ja die Rede war bis dahin, wo diese Wölfe, die diese Umahüge quälen, lauern Macht's sollen. kurz! Was? Ich habe keine Ahnung, wovon der redet. Wir haben zugestimmt, für diesen verdammten Zauberer das Bike des Waldläufers zu finden. Wir sollten es an die Arbeit machen, bevor ich die Geduld verliere. Na gut, die haben wir ja schon gefunden. Sobald wir damit fertig sind, gehen wir auch wieder hoch und finden den auch. So. Sagt mir, was zu tun ist. Tolle Atmosphäre übrigens, ne? Wir lauschen diesen Waldklängen, Wenn es denn Knarzen, sein muss. Windheulen, Grillen, die zirpen. Und wer weiß, was noch alles lauert. Aha, okay, wir sind in ungefähr der Mitte der Karte. Und suchen jetzt Werwölfe. Die. Da sind sie ja schon. Werdet mir nicht die Rache nehmen. Und er flüchtet. Warum flüchtest du? Ich will kämpfen. Ah ja. Das muss dann wohl die Werwolfhöhle sein. Ja. Oder Wolfshöhle. Das Werwolf war es deswegen, weil ich es gerade gesehen habe, dass da einer mit mir redet, weil Wölfe können nicht reden. Und da ist sogar ein Schatz noch versteckt, aber ich müsste ein bisschen aufpassen. Gute Idee, das mir zu übertragen. Du solltest jetzt besser Frieden mit deinem Gewissen schließen.
bevor du keine Gelegenheit mehr dazu hast. Tja, hier sind überall Skelette und eine Menschenfrau. Kann ein Wolf sein letzte Mahlzeit nicht in Frieden genießen? Wir sind gekommen, um eure bösen Taten und denen eurer Wölfe ein Ende zu setzen. Ja, sie behauptet, dass ihr Rudel düstere Magie zum Opfer gefallen ist. Ihr wollt andeuten, dass dieser sogenannte Schattenfürst verantwortlich ist, während ihr hier auf der Leiche eines Menschen herumkaut? Warum sollte ich so ein Blödsinn glauben? Es ist mir egal, was ihr glaubt. Ich sage die Wahrheit. Und es war nicht immer so. Es begann vor kurzer Zeit. Es gibt wohl einige Ruhe. Ein weiteres feuchtes Loch, das nur darauf wartet, mich aufzumuntern. Toll, Edwin. Es gibt also Ruinen im Osten dieser Landschaft. Der Ort des Unheils. Hat noch nie das Bedürfnis verspürt, dort sich aufzuhalten. Der Tempel war einst Amaunator. Naja, ist ja egal. Ein Gott der Sonne. Er war einst heiliger Boden. Nun ist er befleckt. Na gut, sprich weiter. Vor einiger Zeit haben sie ein Geräusch gehört, das wie ein fernes Dämonengrollen klang. Man hat dem Ganzen wenig Bedeutung beigemessen, doch dann verdunkelte sich der Himmel und die Schatten wurden länger. Sie dachten erst, es wäre eine Sonnenfinsternis, aber sie irrten sich. Und dann tauchte dieser Schattenfürst auf und übernahmen die Kontrolle über die Wölfe. Tja, also sie hat versucht, sich zu wehren, aber er lachte nur. Und hat zu ihr gesagt, dass sie sich ergeben soll, sich anschließen soll. Und dieser Schattenfürst hat mehrere ihrer Rudelwölfe getötet mit der einfachen Berührung, als alle tot waren. Und griff er nach den Leichen ihrer Kinder und bildete sie als Schattenwölfe wieder. Ja, und sie war starr vor Angst und Trauer und rannte davon. Hat sich dann hier versteckt. Und ja. Sie will sich aber nicht mehr verstecken. Sie hat eigentlich nur dann getötet, um noch genug Stärke zu haben, sich den Schattenfürsten zu stellen. Ja, ist im Grunde die Stadt, also in Umahügen, egal. Sie tut das nur, um zu überleben. Und jetzt fragt sie mich, Kampf oder Frieden? Naja. Na gut, wenn ihr versuchen wollt, den Schattenfürsten zu töten, dann na los. Tja, und so läuft sie. Natürlich werden wir erstmal sie ein bisschen ausplündern. Es gibt ja doch einige Schätze, haben wir schon gesehen. Na? Ein Zauber, na gut. Das Edelmetall geben wir wieder mal zu Jahira. Die hat ja so einen Beutel dafür. Der Zauber kann sich eigentlich Edwin nehmen. Was ist denn jetzt, wenn's denn sein muss? Das sieht aus wie die Spürung eines Djinns oder so. Ja. Haben wir den schon? Nein. Hervorragend. Das ist ein guter Zauber. Gucken, ob wir den vielleicht einpflegen können. Nein, leider nicht. Ich kann einen Ifrit beschwören und einen Djinn beschwören. Na gut, da muss er noch ein Level abkriegen, dass er die Zauber auch nutzen kann. Komm, der Rede wert. So, jetzt regnet es auch noch. Ich hoffe, das bringt was.
Tja, jetzt müssen wir den Weg noch finden, wie ich da hinkomme. Das war ja gar nicht so einfach. Ich glaube nach Norden. Ja, der Wald ist ziemlich dicht, man kann nicht überall. Was? Ich werde angegriffen. Aber nichts ist passiert. Ich habe getroffen. Aber nichts ist passiert. Man hat auch schon in Yoshimo jetzt gehört, dass normale Waffen scheinbar keinen Schaden gegen diese Viechter machen. Denn seine Bogengeschosse sind nicht sehr wirksam. So, ich mache trotzdem mal einen Quicksave, um jetzt nicht irgendwo reinzurennen, wo ich nicht reinrennen sollte. Immer schön nach Osten. Ich habe getroffen. Zeit, aber nichts ist. Was braucht ihr? Ich bin ja, auf Nahkampf. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Auch mal ja, sicher. Die Arbeit wird mich ablenken. Für die Schicksalsgarde. Ich bräuchte meine Schleuder dieser oder sowas Ort, für ihn. Den ihr Materia-Wald nennt, ist äußerst befremdlich. Aber irgendwie strahlt er eine anmutige und ruhige Schönheit aus. Ja, klar. Also ja. Ehrlich gesagt hatte ich schon mehr Spaß, als ich fast in der Abflussrinne ersoffen bin und dabei aus allen Körperöffnungen geblutet habe. Ich kümmere mich drum. Ja, das ist die Rufgesinnung, die passt nicht so ganz. Wir müssen noch ein bisschen böse Taten begehen. Da geht's auch nicht durch. Ja, das ist eine Sackgasse. Da. Wo sind wir jetzt? Ah, ja. Wir sehen einen Schatten. Lasst mich in Frieden. Ein bisschen hier es draufzaubern. Sagt mir, was zu tun ist. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Sehr schön. Oh, da kommt noch mehr. Was ist denn jetzt schon wieder? Feuerball wäre zwar nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass der jetzt. Ah, zumindest ein paar erwischt. Lebensentzug. Ich warte. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Winsele auf Gnade. So, ja? Die sterben auch relativ schnell. Was war das? Achso, das war Edwin. Sagt mir, was zu machen. Wir es kurz und schmerzhaft. Sehr schön. Was, hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Ich warte. Ich bin bereit. Und noch ein Schatten. Was ist das eigentlich? Dunkler Flüssigkeit durchfüllter Brunnen, der nach Tod und Verwesung stinkt. Das wurde aber auch Zeit! Wo ist mein Weg stehen und so? Fast schon mehr als daneben. Oh, ein Schattenwurf. Ey, wie gibt's denn hier noch davon? Ja? Auch meine Vergeudung meiner Talente. Genau, Edwin. Was ist denn das hier für eine Fähigkeit? Schlaf. Lasst mich in Frieden. So, dann kriegt er noch was ab. Dann können wir eigentlich da drauf zaubern. Ein guter Schlag! Hervorragend. Oh, da ist Anaf. Der kämpft ja auch. Oh, die kämpft ja auch. Das ist eine Falle. Verwende den Spiegel von links. Vom linken Kristall und sammle das wenige Licht, das hier noch geblieben ist, um das Rudel zu rächen. Wie war das gewesen? Das war der Spiegel. Sag mir, was das zu war tun eine Fryon. Was soll ich tun? Wo ist der Spiegel? Ach, da. Oh, oh, wir sollten lieber ins Licht laufen. Ich warte auf euren... Schon erledigt.
meine Axt. Das ist nämlich so ein Trick an der Sache, dass man hier die ganzen Wölfe, also Schattenwölfe töten kann, indem man einfach ins Licht läuft, wobei jetzt, upsala. Ja, aber gerne. Zu weit gelaufen. Der Spatz. Der Freyon steht etwas ungünstig. Ich bin bereit. Stopp. Ja? Er kann sich nicht mehr bewegen, weil er hier geschwächt wurde, aber es geht scheinbar. Ich hoffe, das bringt was. Wow. Hat dieser tolle Kristall noch weitergeholfen hier? Und da ist ein Spiegel. Und der hat jetzt praktisch durch das Licht, das hier erzeugt wurde, die Wölfe vernichtet. Aber ich habe noch einen leichten Debuff auf meinem Charakter. Fähigkeitswert gesenkt, Stärke 12. Naja, gut. Ich glaube, das ist nur temporär. Hoffe ich mal. Vielleicht wurde aber auch Gegenzauber oder sowas. Hilft's ja. Weil es ja kein Zauber ist, kann sein, dass er nicht weggeht, deswegen, ne. Gibt's noch was Besseres? Krankheit heilen. Das ist ja keine Krankheit. Was ist das? Sag mir, was zu tun ist. Kann man es nicht definieren als irgendwo. Ich will diese Heilungselixiere. Die regenerieren aber bloß Schadenspunkte. Sprecht frei heraus. Ist die Frage, wie ich das wegkriege. Segen. Rüstung des Glaubens. Ich kann es mit Krankheit heilen versuchen, aber ich. Ja, das ist es weg. Ich warte. Okay. Sehr schön. Dann werden wir mal hier runtergehen und uns umschauen, was da eigentlich verborgen liegt. Ich habe also in Dungeons immer das Gefühl, dass hier Fallen liegen. Yoshimo ist bereit. Ja, ist schon geschehen. Sodesh, ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Sagt mir, ich bin dabei. Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt kann ja mal ein paar niedere Diener beschwören, die uns ein bisschen aufzeigen, wer eventuell noch. Wenn jetzt eine Falle da gewesen wäre, hätte es ja nicht schon ausgelöst. Ich warte. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Gut, ein weiterer Schattenwolf, der gestorben ist. So, Gnölle, weiter geht's. Find heraus, was da. Was ist das denn? Gute Idee, das mir zu übertragen. Verschlossen. Das ist eine Art magische Barriere oder sowas. Und da ist eine Tür. Ja. Mal sehen, was da drin ist. Kaum der Rede wert. Feinde natürlich. Auch meine Gestalt nicht. Tja, dann Edwin, würde ich sagen, beschwörst am besten ein paar Monster dazu. Spinnenwesen, wobei ich will hier gerade ein bisschen besser positionieren. Ah, Skelette. Sie brechen durch. Müssen gegenhalten. Lasst mich in Frieden. Wobei dieser Blitz hier eigentlich sollte eigentlich die Wirkung haben, die ich. Die ganze Meute durchgeratzt hier, der Blitz. Ich denke, ich bin soweit. Sehr gut. Jawohl, mein Rabe. Jawohl, war gewagt. Die Dienerin der Nation unterwegs. Ich warte, ich kümmere mich drum. Was braucht ihr? Was ist nun gut? Ihr braucht meinen Jocker. So, euer. Ich warte, hätte ich auch gemacht. Das Schicksal, eine willkommene Gelegenheit, ewiges Vergessen zu empfangen. Ich bin bereit. Genau. Mal schön draufhauen. Wo soll ich. Nichts Gefährliches, hoffe ich doch. Ich glaube, Kogan fehlt noch. Ja, das klingt okay.
Moin. Ja. Auch meine Geduld kennt Grenzen. Ja. Genau, Feuersäule. Wobei das jetzt Verschwendung wäre. Naja. Ich glaube, hier mal Schaden macht ich hier bin eigentlich. Bereit. Lass mich gerade mal nachschauen. Die macht doch eine Feuersäule, macht 8W6 Schaden. Na, das ist doch okay. Können wir hier ein paar Items einsetzen. Wenn ich der Gruppe hat aber weiter, nicht wenn viel es gebracht. Müssen sie erstmal selbst heilen. Meine Konzentration wurde unterbrochen. Das Netz der Magie hat sich aufgelöst. So was Unfeines. Nochmal. So, jetzt bleibt weniger. Wurde aber auch Zeit. Diese kleinen Heilzauber nützen fast gar nichts. Also in den Levelbereich zumindest. Das könnte ich im Grunde auch rausnehmen. Und Kleintier macht ja auch Mist. Sprecht frei heraus. Gehen wir mal hier den großen Heilzauber drauf. So. Nehmen wir den dazu noch. Sich selbst am besten. Blick jetzt gerade. Nee, doch, ja. Ich wusste es doch. Das können wir noch so machen. Ja. Sammeln wir mal kurz auf, was hier was liegt. Was soll ich tun? Oh, ein Schwert und eine Schriftrolle. Plunder. Noch ein Schwert. Und Diamanten oder ähnliches Edelmetall. Gehen wir gerade mal die Schwerter weiter. Schutzformel. Und was macht die? Fluch der Versteinerung. Das sollte man also nicht nutzen. Ja, der hat noch diese kleinen Heiltränke. Sagt mir, was zu tun ist. Da. Aber jetzt Shahira Die Dienerin der Natur ist bereit. Jetzt warten wir an ihn hier weiter. Ja. Dann kriegt sie einen Stein und den Trank. Na, hat sie nicht getrunken jetzt, nein. So. Ich warte. Ich hoffe, das bringt was. Noch. Okay. Dann ich haben wir diesen Raum schon mal erobert. Befreit von den Schattenwölfen. Ja, ich folge euren Befehlen. Im Moment. Im Moment. Und im Moment ist dieses Abenteuer, also dieser Teil des Let's Plays auch beendet. Im nächsten Teil werde ich natürlich diesen Dungeon noch etwas weiter erforschen, rausfinden, was mit dieser Barriere auf sich hat. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Nash Ryan.